Herr Dr. Stöcker, Coronavirus, die Ansteckungsgefahr, das alles ist ein Problem zurzeit. Im Rhein-Kreis Neuss sind erste Verdachtsfälle aufgetreten. In NRW gibt es bereits infizierte Personen. Was sagen Sie dazu, zu diesem Problem? Man sollte nicht in Panik geraten. Die Gefahr, sich anzustecken, ist nicht so riesengroß wie zum Beispiel bei der Influenza A oder B. Grundverhalten A, wenn es geht, 2 Meter Abstand. B, Husten vermeiden und wenn, in den Ellenbogen. Und C, sollte man darauf achten, ob man gefährdete oder verdächtige Personen hat, etwa Reisende aus Norditalien, geschweige, wenn sie aus China kommen. Wie reagieren Sie als Arzt, wenn man Ihnen telefonisch mitteilt oder in die Praxis kommt? Ich glaube, ich habe mir den Coronavirus eingefangen. Was läuft da für eine Prozedur ab? Wie reagieren Sie? Was machen Sie? Ein inzwischen standardisiertes Verfahren. Erstens, wir versuchen, die Patienten dazu zu bewegen, nicht in die Praxis zu kommen, sondern uns anzurufen. Zweitens, vor der Praxis ist für unerwartet auftretende Patienten ein Schild, bitte rufen Sie uns an. Wir werden dann versuchen, die telefonisch sich angemeldeten Patienten einzubestellen nach den freien Räumen, die wir haben, und setzen die Patienten, die glauben, man könnte was haben, nicht ins Wartezimmer. Wie werden Sie von staatlicher Seite unterstützt? Gibt es da bestimmte Pläne? Gibt es Abläufe? Wie funktioniert das? Ja, es gibt inzwischen Ablaufsempfehlungen, die vom Robert-Koch-Institut in Berlin rausgegeben werden, inzwischen auch nach 3 Tagen vervielfältigt sind und den Ärzten vorliegend. Aber wie gesagt, erst seit dem Dienstag vor 3 Tagen, bis dahin hat jeder Arzt versucht, nach bestem Wissen und Gewissen, allerdings insuffizient zum Teil, zu handeln. Wie schützen Sie sich als Mediziner, als Hausarzt vor Ansteckung? Wir schützen uns so gut es geht. Wünschenswert wären bestimmte Masken, die aber schon seit 3-4 Tagen nicht mehr greifbar sind, zu kaufen sind. Zu horrend hohen Preisen, zum Beispiel eine Maske, die bisher 4 bis 5 Euro gekostet hat, ist in den Versandhäusern heute im Internet mit einer Maske für 95 Euro angepriesen. Ob man sie dann bekommt, steht noch in den Sternen. So eine Schutzmaske hilft ja nur bedingt. Die ist ja nicht ewig haltbar. Was kann man da machen? Man sollte theoretisch nach jedem Kontakt die Maske wechseln. Zurzeit eine Illusion, weil man zum Datum heute überhaupt keine Masken kriegt und nur Restbestände oder weniger schwache Masken aus Papier anziehen kann. Wobei wir diese Maske nicht für uns nehmen, sondern in erster Linie für die infektionsverdächtigen Patienten, damit die nicht durch eine Tröpfcheninfusion, falls eine Infektion besteht, den Virus verbreiten oder erschwert nur verbreiten können. Wie reagieren Sie, wenn ein Patient alles nicht beachtet und trotzdem in die Praxis kommt und sagt, ich glaube, ich habe mir den Virus eingefangen? Was geht da für eine Maschinerie los? Die Maschinerie, dass dieser Patient in einen der zur Verfügung stehenden freien Räume, nicht das Wartezimmer, nicht das Behandlungszimmer, sofort dorthin quasi abgeführt wird. Und erst dann, wenn die noch vorhandenen Schutzmaßnahmen für Arzt, Ärztin und auch für unsere Mitarbeiter angelegt worden sind, dass wir dann mit den Recherchen und eventuell mit den Abstrichen beginnen.
Sie müssen, glaube ich, diese Erkrankung oder diese Ansteckung sofort der Behörde melden, oder ist das richtig? Man hört unterschiedliche Meinungen vom Gesundheitsamt. Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Rheinkreises Neuss ist sehr gut. Wir melden den Verdachtsfall, dazu sind wir auch verpflichtet. Es geht im Moment alles auch telefonisch. Und wenn der Verdachtsfall da ist und wir haben einen Abstrich, muss ja das entsprechend qualifizierte Labor, wovon wir zurzeit zwei haben, in der Großraum Düsseldorf, das sowieso, wenn es sich bestätigt, dem Gesundheitsamt melden. Sind Sie in der Lage, über einen Schnelltest sofort erfahren, ob der Patient angesteckt worden ist? Kann man das bei Ihnen sofort machen lassen mit diesem Schnelltest, oder musste erst der Test zu einem Labor geschickt werden und untersucht werden? Nein, es gibt keinen Schnelltest. Es muss eine bestimmte Abnahmetechnik aus beiden Nasenlöchern, dem Rachen und dem Sputum. Das sind die Mindestmaßnahmen, die zurzeit praktiziert werden. Das geht dann zu qualifizierten Labors, einem Großlabor in Düsseldorf. Und wir haben in der Regel, so habe ich die Erfahrung gemacht, sehr schnell nach 10 Stunden das Ergebnis. Aber wenn die Abstrichzahlen zunehmen, wird wahrscheinlich auch die schnelle Mitteilung der Ergebnisse länger auf sich warten lassen. Was kann der Einzelne von uns tun, um sich, auch wenn er keine Maske hat, in etwa zu schützen bzw. sich nicht anstecken zu lassen? Da gibt es ja bestimmte Vorschläge. Erstens 2 Meter Abstand, zweitens Husten in die Ellenbeuge, drittens, wenn man eine verdächtige Person hat und hat einen Mundschutz, nicht selbst anziehen, sondern dem möglichen Überträger anziehen, damit der das durch die Tröpfcheninfusion nur erschwert oder hoffentlich gar nicht machen kann. Ich denke, das Handgeben ist ja auch so eine Angewohnheit, gerade was wir Deutsche so machen. Im Ausland sieht es da teilweise anders aus. Wenn ich an die asiatischen Länder denke, da nickt man sich nur zu. In Deutschland gibt man gerne die Hand. Das sollte man ja auch tunlichst vermeiden, oder? Auf jeden Fall. Das Händeschütteln ist im Moment obsolet. Übrigens in meiner Praxis, ich habe eine Hausarztpraxis, auch im Sommer, wo man den Namen des jetzt neuen Coronavirus kannte, stehen Schilder, dass man möglichst das Handgeben vermeidet. Ich selbst habe eingeführt, mich nach asiatischer Sitte mit und ohne zusammengefaltete Hände höflich zu verbeugen. Das wird von den Patienten verstanden und akzeptiert. Herr Dr. Stöcker, was machen Sie mit den Patienten, die infiziert sind? Es kommt darauf an, wie das klinische Bild ist. Fieber alleine reicht nicht, um zum Rezeptblock zu greifen und ihn ins Krankenhaus einzuweisen. Ein junger 40-jähriger Patient, der Fieber hat, den kann man durchaus und sollte man auch nach Hause schicken. Ich sage immer spaßhaft, geh in den Keller und stecken Sie Ihre Kinder oder Partner nicht an und warten Sie, bis das Ergebnis da ist. Im Zweifelsfalle wird man überlegen, ihn oder sie in eine 14-tägige Quarantäne zu stecken, wenn man nicht weiß, was ist. Aber hat der Patient, der verdächtig ist, Atemsymptome, kriegt schlecht Luft, muss man unbedingt nach Rücksprache mit dem Krankenhaus eine Einweisung ausstellen, damit man diesmal mit oder ohne Fieber intensivmedizinische Maßnahmen einleiten kann. Herr Dr. Stöcker, Sie sind ja schon sehr lange Hausarzt. Haben Sie in Ihrer ärztlichen Dienstzeit oder in Ihrem ärztlichen Leben schon mal so einen Punkt gehabt, wie das jetzt der Fall ist? Das heißt, haben Sie schon mal sowas erlebt, dass in Deutschland sowas möglich ist? Nein.
Ich habe, wie gesagt, ich bin jetzt am 1. März 38 Jahre niedergelassen als Hausarzt, 48 Jahre Arzt. Nein, die Vogelgrippe verlief wesentlich ruhiger. Die zurzeit ebenfalls parallel laufende Influenza-Welle wird mit viel mehr Ruhe, Routine von der Bevölkerung und von den Ärzten abgewickelt. Es sind ja auch, glaube ich, während der Vogelgrippe oder überhaupt bei diesen Grippeepidemien viel mehr Menschen gestorben als zurzeit bei der Corona-Erkrankung. Ich möchte erklären, dass bei der letzten Welle in 18, 19 20.000 Tote vom Robert-Koch-Institut in Berlin beziffert worden sind, die an den Folgen einer Influenza gestorben sind. Wir haben zurzeit heute Datum 28. Februar in Deutschland noch keinen Toten. Man muss das im Verhältnis sehen. Es besteht kein Grund zur Panik, denn Panik verunsichert die Patienten, zum Teil auch die Kollegen und Ärzte.